Wenn es um die Restaurierung eines 400 Jahre alten Fensterrahmens geht oder um die Überarbeitung sakraler Gegenstände vergangener Jahrhunderte, sind die Fachbetriebe des Handwerks gefragt. Mit der Tischlerei Baumann aus Brandscheid im Westerwald und der Goldschmiede- und Kunstwerkstätte der Schönstädter Marienbrüder in Fallendar stellen wir zwei Top-Adressen vor, die sich im Bereich von Restaurierung und Denkmalpflege einen erstklassigen Ruf erarbeitet haben. Beide Handwerksbetriebe präsentieren sich und ihre Arbeitsfelder auch im Rahmen der Ausstellung Werte 2013 am Koblenzer Schloss, die am 13. und 14. April stattfindet und die durch die Initiatoren Thomas Bücher und Ursula Hoffmann so beschrieben wird. Passend zu diesem Ambiente präsentieren wir hier die Themen Restaurierung, Konservierung, Denkmalpflege. Wir haben 17 Aussteller aus diesen Bereichen. Das sind Restauratoren, Diplom-Restauratoren, Restauratoren im Handwerk, die Einblick in ihre Tätigkeiten in den Werkstätten geben, sicherlich auch den einen oder anderen Tipp an die Besucher vermitteln werden. Und scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Sie werden mit Sicherheit viele Fragen beantwortet bekommen. Wir haben nicht nur die normalen Gewerke wie Möbel, Skulptur, Gemälde, sondern eben auch ganz besondere Dinge wie die Restaurierung historischer Brettspiele oder auch ein Büchsenmacher, der neben alten Waffen auch psychologische Apparate, wie zum Beispiel einen Lügendetektor, restauriert. Das kann man hier sehen, live und in Farbe. Es passiert normalerweise eher im Verborgenen in der Werkstatt und das macht auch den Reiz der Ausstellung, denke ich, aus. Zudem haben wir einige Bundespreisträger dabei. Darauf sind wir besonders stolz und das zeigt einfach die qualitative Hochwertigkeit der Ausstellung. Das macht neugierig auf das Aprilwochenende, an dem Restauratoren ihr meisterhaftes Können zeigen werden. Gerade im Bereich der Holzbearbeitung sind Fachbetriebe gefordert, denn dieses Material ist im Haus- und Möbelbau seit Jahrhunderten weit verbreitet. Nach 300-400 Jahren nagt der Zahn der Zeit am Naturwerkstoff Holz, was die Objekte zum Fall für den Experten macht. Die Tischlermeister Johannes und Michael Baumann aus Brandscheid im Westerwald haben sich auf die Arbeiten an historischen und denkmalgeschützten Objekten spezialisiert. Darüber hinaus decken sie aber die gesamte Palette des Tischlerhandwerks ab und betreuen Kunden im Umkreis von 150 Kilometern. Die Firma Baumann ist gegründet worden von meinem Vater, Theo Baumann, 1962. Und ich habe sie mit meinem Bruder 1995 übernommen. Zurzeit arbeiten zwei Gesellen noch hier und zwei Aushilfen. Und mit meinem Bruder sind wir dann zu sechst mit einem guten Team. Schwerpunktmäßig ist unser Bereich die Denkmäler. Das heißt, wir sind in alten Fachwerkhäusern tätig, sowohl als auch Festung Ehrenbreitstein zum Beispiel oder in Jugendstilvillas. Und unsere Aufgaben dort sind Restaurierung, Rekonstruktion, Neuanfertigung und alles, was zum Tischlerarbeiten dazugehört. Ein breites Spektrum, das dem Betrieb volle Auftragsbücher beschert. Denn die Nachfrage ist groß und die Brandscheider Baumänner haben viel zu tun. 10 Stunden Arbeitstage sind eher die Regel denn die Ausnahme. Und trotzdem finden sie die Zeit, um sich in die Ausstellung Werte 2013 im Verbund Restaurationskreis Denkmalpflege einzubringen. Zurzeit ist immer wieder noch für manchen Bauherren ein, würde ich sagen, mal ein erschreckendes Bild, in einem alten Haus neu einzuziehen. Wir wollen hier zeigen, dass mit einfachen Mitteln auch diese alten Häuser wieder bewohnbar sind. Dazu gehören auch der Zusammenverbund der Restauratoren, wo alle Handwerker dann in einem sind, wo der Bauherr nur mit einem sich zu unterhalten braucht und nicht mit jedem einen Handwerker einzeln. Der ganzheitliche Ansatz bei der Restaurierung und Denkmalpflege über die Gewerke hinweg hat ein gut funktionierendes Netzwerk zur Folge. Maurer, Stuckateure, Maler, Dachdecker, Zimmerer oder Tischler bringen sich ein und bieten alle Leistungen aus einer Hand. Eine Philosophie, die auch durch das Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege in Herrstein verfolgt wird. Das Haus bündelt Beratungsleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten für Handwerker unter einem Dach und zählt zu den ganz wenigen Einrichtungen dieser Art im Bundesgebiet. Mit Qualifizierungen wie dem Restaurator im Gold- und Silberschmiedehandwerk ist das HWK-Zentrum europaweit einmalig und entsprechend groß die Nachfrage im In- und Ausland. Die Bearbeitung moderner, aber auch historischer Gold- und Silberobjekte ist Schwerpunkt der Goldschmiede und Kunstwerkstätten der Schönstädter Marienbrüder in Fallendar. Werkstattleiter Michael van Ooyen erklärt das Aufgabenspektrum so. Das geht von Schmucksachen bis hin zu sakraler Kunst, also Kirchengeräte,
aber auch profaner Kunst wie Kannen oder Becher oder ja, Kaffeeservice in diese Richtung. Im Bereich der Restaurierung muss man immer sehr genau hinsehen, was tatsächlich gemacht werden muss. Also grundsätzlich werden die Teile erstmal gereinigt, in der Regel auch elektrolytisch gereinigt oder im Ultraschallbad. Danach kann festgestellt werden, welche Schäden tatsächlich vorhanden sind. Und danach richtet sich dann im Grunde genommen alles, was weiter folgt. Und da steht uns eine Galvanik zur Verfügung. Auch die alte Technik der Feuervergoldung betreiben wir noch. Zum Teil Rekonstruktionstechniken, also wenn Teile verloren gegangen sind, stellen wir die wieder her in zum Teil auch den alten Techniken, die damals verwendet wurden, wie Sandguss oder Ziselieren oder, ja, oder Drücken, je nach Anforderung. Und auch die Schönstädter werden sich in die Ausstellung Werte 2013 am Koblenzer Schloss einbringen, denn... Die Messe Werte oder Ausstellung Werte ist insofern interessant, dass dort vor allen Dingen auch Privatkunden angesprochen werden. Also nicht so sehr die staatlichen Stellen oder kirchlichen Stellen, sondern auch die Privatkunden. Weil in vielen Haushalten zum Teil wirklich ein alter Bestand an Schmuck oder halt auch an Gerätschaften ist, wo einfach auch nicht mehr die Betriebe da sind, die sowas machen können. Also die Beherrschung dieser Techniken ist sehr, sehr zurückgegangen. Wissen, das bewahrt bleiben muss und auch an heutige und künftige Handwerkergenerationen als Fachwissen vermittelt wird. Das ist nicht nur Thema bei der Ausstellung am Koblenzer Schloss, sondern insbesondere auch bei der Arbeit von Facheinrichtungen wie dem Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege der Handwerkskammer Koblenz in Herrstein. Mehr Informationen dazu und zu den angebotenen Lehrgängen und Beratungsleistungen gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de.